Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Kunterbunt. Ich befinde mich heute wieder im Stadtmuseum, nämlich im Gelben Saal. Und falls ihr euch noch daran erinnert, ging es in unserer jetzigen Sitzung Kunterbunt um Fahrzeuge, um Mobilität. Und deswegen befinde ich mich gerade hier bei einem ganz besonderen Ausstellungsstück, nämlich dem Bobbycar. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch so eins zu Hause, vielleicht in einer anderen Farbe, vielleicht auch von einer anderen Marke. Aber das Besondere am Bobbycar ist nicht, dass es schon so viele hundert Jahre alt ist, dass es jetzt der Grund wäre, warum das hier im Museum zu finden ist und dann hinter noch so einer Glasscheibe, sondern das Bobbycar soll uns alle daran erinnern, wie wir eigentlich mal angefangen haben, am Verkehr teilzunehmen und vor allem selbst zu fahren. Heute geht es nämlich um das Auto. Und da befinden wir uns hier bei noch einem ziemlich besonderen Ausstellungsstück, nämlich einer sehr alten Zapfsäule. Sowas habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn ihr mal mit euren Eltern unterwegs wart an der Tankstelle. Und früher war das gar nicht mal so üblich, dass die Leute an die Tankstelle gefahren sind, um ihre Autos zu betanken. Denn die allererste Tankstelle der Welt war nämlich gar keine Tankstelle, sondern eigentlich eine Apotheke. So, Deutschland wird im Ausland sehr geschätzt für ihre tollen Autos. Vielleicht fällt euch ein deutsches Auto ein. Wenn nicht, fragt mal eure Eltern. VW zum Beispiel. So. Jedenfalls war die allererste Tankstelle eine Apotheke, denn früher konnte man sogar mit Waschbenzin fahren. Und ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da war ich vielleicht so alt wie ihr, da konnte man sogar Rapsöl in sein Auto schütten, um damit zu fahren. Jetzt könnt ihr wahrscheinlich noch nicht so gut lesen, aber vielleicht habt ihr den einen oder anderen Buchstaben hiervon in eurem Namen und kennt den schon. Da steht nämlich Benzin. So, die meisten Autos fahren nämlich mit Benzin, manchmal auch mit Diesel oder anderem Kraftstoff. Weil ihr alle selber noch gar nicht Auto fahrt und das Auto auch nicht immer die beste Möglichkeit ist, um von A nach B zu fahren, möchte ich euch noch mal ganz kurz was zeigen. Nämlich haben wir hier eine Straßenbahn. In einem Gemälde, das schon sehr alt ist und deswegen auch so ein bisschen dunkler geworden ist. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, denn es war bis vor knapp über 100 Jahren noch üblich, dass in Trier in der Innenstadt Verkehr war, nämlich sehr, sehr viel Verkehr. Da sind sogar noch Busse gefahren, vor 100 Jahren in der Simeonstraße, genauso wie die Straßenbahn, die wir hier in diesem Gemälde finden. So, wir werden aber heute mal Autos basteln, die nicht so schlecht für die Umwelt sind. Und deswegen werden wir uns gleich wiedersehen, nämlich im Bastelraum. Bis gleich! Hallo, ich bin jetzt wieder im Bastelraum und ihr seht, ich bin umgeben von ziemlich interessanten Dingen und super netter Gesellschaft. So, herzlich willkommen Amelie, das ist meine Sicherheitsassistentin und einer unserer Fahrgäste. Gut, für unser Auto heute brauchen wir etwas ganz Besonderes, nämlich Müll. Wir brauchen sehr viel Müll. Es dürfte für euch gar nicht mal so schwer sein, welchen zu finden, aber mehr dazu jetzt. Okay, ich habe hier schon mal ein kleines Gefährt vorgebastelt, beziehungsweise einfach mal gezeigt, damit ihr schon mal seht, wie das aussehen könnte. Wir haben hier einen alten Blumentopf, dann solche Dinger, die man noch nicht im Museum findet, aber vielleicht in ein paar Jahren, wenn ihr so alt seid wie ich, nämlich alte CDs oder DVDs. Dann habe ich hier extra für euch gegessen, zwei Packungen Chips. So, und Deckel von Marmeladengläsern. Okay, und zwar brauchen wir ein Gefährt. Gut, wir haben jetzt hier einmal ein relativ rundes Gefährt und gesehen, da passt nicht so viel rein. Nämlich, wenn ich die Katze hier reinsetze, ist das schon voll.
Außerdem wäre es ja auch richtig cool, wenn wir damit ein Wettrennen veranstalten könnten. Und zwar eins mit einem Auto, das auch funktioniert. Okay, und vielleicht guckt der eine oder die andere von euch ab und zu Autorennen, Formel 1 im Fernsehen und hat dann gesehen, wie die Rennwagen aussehen. Die sehen nämlich meistens nicht so aus wie Kugeln oder Blumentöpfe, sondern sind ziemlich flach. Je flacher, desto schneller. Das heißt, wenn ihr zu Hause eine Ketchupflasche habt oder vielleicht einen Getränkekarton oder, so wie ich, gerne Eis esst und einen Karton oder eine Dose davon übrig habt, sammelt das. Es sollte bitte nichts aus Glas sein, sondern es muss etwas sein, wo wir Löcher reinbohren können, ohne uns dabei zu verletzen. Ja, okay. Also brauchen wir ein Behältnis und am besten nehmen wir uns dann direkt den Fahrer oder die Fahrerin in meinem Fall und gucken mal, ob er oder sie hier überhaupt in unser Auto reinpasst. Denn ein Auto hat auch ein Maximum an Gewicht, das man mit diesem Auto transportieren darf. Okay, das wird hier schon mal relativ knapp, aber ich habe das getestet. Amelie passt ins Auto rein. Gut, wir haben also ein Auto. Dann brauchen wir jeweils zwei gleiche runde Dinger, zwei gleich große. Hier habe ich zum Beispiel mal Möbel aufgebaut, das habe ich nicht gebraucht. Habe ich übrig. Fragt mal eure Eltern, was die euch so anbieten können. Alte CDs oder aber auch von Plastikflaschen, die Deckel. Genau. So, und dann braucht ihr heute diese zwei Stäbe. Das werden nämlich unsere Achsen, an denen wir die Räder befestigen. Und wenn ihr sagt, wir möchten noch mehr Autos machen, dann helfen euch auch solche Schrauben dabei. Wir haben also ganz viele runde Deckel gesammelt für unsere Räder. Wir haben ein Gefäß gefunden, ein leeres, und das auch sauber gemacht, denn wir wollen, dass unsere Fahrer auch Spaß haben und nicht dreckig aus dem Auto wieder rauskommen. Und dann brauchen wir Löcher in unserem Auto. Wie viele Räder hat das Auto? 4. Ich habe schon mal 2 Stück vorgebohrt. Hierfür braucht ihr eure Eltern. So, denn am leichtesten ist es, wenn ihr entweder mit einer Schraube die Löcher hier reinbohrt oder ich habe das mit meiner Bohrmaschine gemacht. Okay, so, dann stecken wir also einmal den Schaschlikspieß dadurch und können auf diesem Schaschlikspieß dann unsere Räder befestigen. Die habe ich auch in der Mitte angebohrt. Die Mitte, das war total cool bei diesen Plastikdeckeln, die war schon markiert. Das heißt, ich musste einfach nur genau hingucken und dann da ein Loch reinmachen. Aber eure Eltern können das mindestens genauso gut wie ich. Okay, so, dann ist in den meisten Fällen, wenn ihr euer Gefährt dann gefunden habt, dieses Stäbchen hier zu lang. Okay, dann schneiden wir das also ab. Und lassen nur noch ein kleines Stückchen am Rand stehen. Okay, meine Schere ist jetzt nicht so scharf. So, okay. Lassen also nur ein kleines Stückchen davon stehen. Und dann haben wir ja immer noch das Problem, dass theoretisch oder auch praktisch die Räder abfallen können. Die müssen hier irgendwie festgemacht werden. So, dafür können wir Knete benutzen. Wir können aber auch, und das habe ich mir gedacht, das wäre eine viel schönere Option, wir nehmen buntes Papier und dann machen wir solche kleinen Knöllchen. So, wir machen dann so kleine Knöllchen und dann kleben wir die hier fest. Dann bleibt nämlich das Rad an Ort und Stelle. So, ich hole jetzt gleich meinen Kleber. So, unser Fahrzeug hat bisher nur eine Achse und 2 Räder. Da fehlt natürlich noch was, nämlich der zweite Teil. Okay, und jetzt
brauchen wir die anderen Räder, die ihr gebastelt habt. Und dann nehme ich diese hier. Und wenn wir jetzt die an der gleichen Stelle festmachen wie die anderen, dann ist das Problem, dass Amelie am Ende aus dem Auto rausfällt und nicht weit nach vorne kommt. So, deswegen müsst ihr, je nachdem wie groß die Räder sind, die Räder weiter oben befestigen, sodass das Auto am Ende immer noch gerade ist. So, für mich sieht das so aus, als wäre das ungefähr hier. Das heißt, ich halte das mal hier dran und dann mache ich eine kleine Markierung mit dem Stift. Dort, wo das Loch hinkommt. Und das Loch mache ich entweder wieder mit einer Schraube oder, weil ich furchtbar faul bin, mit meiner Bohrmaschine. Okay. So. Ich habe jetzt also mit der Bohrmaschine ein Loch da reingemacht. Das machen für euch eure Eltern. Und dann werde ich mal mit dem Spieß gucken, dass es wieder hier gerade auf der anderen Seite rauskommt. Und da auch mit dem Stift markieren, um auf der anderen Seite an der gleichen Stelle durchzustechen bzw. durchzubuchen. Okay, dann stecke ich das Schaschlikstäbchen einmal hier durch und habe dann Achse Nummer 2 gerade befestigt und kann die Räder dann auch hier festmachen. Das gleiche Spiel wie vorhin. Ich kann das noch ein kleines bisschen dekorieren. Ich kann die Räder auch anmalen, wenn ich möchte. Okay, und das mache ich jetzt. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Ich habe die Löcher in meine Räder zu groß gemacht, deswegen musste ich hier an den Rand der Spieße erstens, damit wir uns nicht daran verletzen und zweitens, damit die Räder nicht abfallen können, das Ganze noch schön abschließen. Deswegen habe ich buntes Papier genommen und es drumherum geklebt. Das hat aber nicht gehalten und da kommt der Tacker ins Spiel, denn ich habe das Ganze festgetackert, damit es stabil hält und wir damit fahren können. So, ich glaube, das Rennauto ist schon fast perfekt, aber jedes Auto braucht sein eigenes Kennzeichen, damit wir auch von Weitem erkennen, wer da eigentlich viel zu schnell unterwegs ist. Deswegen haben wir hier TR für Trier und dann Amelie als Kennzeichen, das wir vorne und hinten befestigen. Und wenn wir dann noch unser Auto schön anmalen oder dekorieren, so wie euch das gefällt, kann es auch schon losgehen. Okay, das heißt, ich klebe das jetzt hier fest. Einmal vorne und einmal hinten. Und das machen tatsächlich sehr viele Menschen, dass sie in ihrem Kennzeichen ihren Namen verewigen. Das heißt, die benutzen ganz oft den ersten Buchstaben ihres Vornamens und den ersten Buchstaben ihres Nachnamens und dann als Zahl ihren Geburtstag, manchmal auch euren Geburtstag. Und genau das habe ich jetzt mit meiner Rennfahrerin gemacht. Okay, dann, falls ich noch was Rundes übrig habe, wäre das doch sehr cool, wenn wir ein Lenkrad gestalten könnten. So, hier haben wir eine runde Scheibe und dann braucht ihr nur einen schwarzen Stift. Ich habe unserem Rennauto bzw. Amelies Rennauto ein Lenkrad spendiert, auch wieder ein Loch in unsere Dose gemacht und dann könnt ihr entweder eine von den Musterbeutelklammern aus eurer Tüte nehmen oder aber so eine Schraube. Moment. Tada! Und das Ganze dann befestigen. So, unser Rennauto bzw. Amelies Rennauto hat jetzt also auch ein Lenkrad. Bei mir hat es leider nicht mehr ins Auto gepasst, weil das Auto nämlich rund ist. Wenn ihr ein eckiges
Auto benutzt, dann geht das ein bisschen besser. Aber jetzt fehlt uns zu unserem großen Glück nur noch unsere Rennfahrerin, die anscheinend gerade ein bisschen zu viel gegessen hat, während wir hier gebastelt haben. So, sie passt aber immer noch rein. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln. Wir sehen uns nächste Woche wieder.